Hallo, da begrüße ich euch wieder zurück zu 4. Und es hat sich ein bisschen was geändert hier bei 4. Das werdet ihr schon noch feststellen, also bei mir zumindest. Und ich habe hier in der letzten Folge total gefailt. Hier, ich habe hier den Ausweg nicht gefunden. Och, da liegt ja einer. Und habe die ganze Zeit gesucht wie ein Blöder. Dabei ist die Lösung doch ganz einfach. Und ich stand davor. Ich habe es mir... Es ist nicht unmöglich, hier durchzuspringen. F drücken, um ihre Waffe fallen zu lassen und das hier aufzuheben. Schrotgewehr will ich jetzt keins. Oh, von dem Zeug kann ich auch nichts mehr einsammeln. Kann ich das hier noch eins? Nee, kann ich nicht. Jetzt kann ich's. So, okay. Wo geht's jetzt hier weiter? Mal schauen. Auf jeden Fall hier oben. Meine Taschenlampe war X. XXX war das, genau. Bin ich hier richtig? Ah ja, natürlich bin ich hier richtig. So langlebig ist die Taschenlampe ja nicht normalerweise. Ich glaube, hier brauche ich sie auch nicht mehr. Jetzt mal gucken. Wir jagen immer noch Packs. Warum kommt... Wieso ist hier eigentlich oben Blut? Wer wurde hier ab... Oh, das Blut tropft auch noch von oben runter. Aber warum? Bin ich jetzt gerade gebückt? Ja, ich bin gebückt. Kann ich das einsammeln? Was ist das für eine? HG-Penetrator. Nein, den will ich jetzt nicht. Welche Waffen habe ich denn gerade eigentlich? Tja. Sieht nicht so glücklich aus mit der Munition. Aber ich bleib bei dem hier. Oh ne, noch mehr solche Ninja-Viecher. Na, wo ist der nächste? Ich weiß, dass hier noch einer sich rumtreibt. Komm her, komm her. Ich mach dich auch noch platt. Beziehungsweise, jetzt könnte ich doch die andere Waffe besser gebrauchen. Na, wo ist er denn? Da drin treibt er sich doch rum. Ja, wusste ich's doch. So. Den haben wir kalt erwischt. Medipack brauche ich jetzt nicht. Ich habe noch 17 Rüstung. Ist hier irgend... Das ist ein Telefon. Kann ich das... Nee, das kann ich nicht verwenden. Schade, schade. Komische Geräusche gibt's hier. Lauert hier noch irgendwo einer von denen? Jede Wette, dass gleich wieder einer kommt. So. Oh. Das sieht nicht gut aus. Also da kommt... Ach, diese Musik hier manchmal. Was ist das? Hier Geräusche hier oder bilde ich mir das ein? Nee, das bilde ich mir nicht ein. Muss ich jetzt da lang? Getränkeautomaten kann ich nicht verwenden, aber auch hier tropft da Blut von der Decke. Warum zur Hölle? Was ist da oben passiert? So, kein Durchkommen hier. Da hinten Tür. Was war das gerade? Nicht schießen. Mein Name ist Norton Mapes. Ich bin Programmierer. Funkgerät zu geben. Hallo? Wer seid ihr, Leute? Die guten Jungs. Alles in Ordnung? Oh, klar. Ich habe jede Menge Spaß. Sie sagten, Sie sind Programmierer. Können Sie mir helfen, ins Netzwerk zu kommen? Muss ich mich etwa herumkommandieren lassen? Wenn Sie das lokale Sicherheitssystem deaktivieren, könnte ich mir den Server ja mal anschauen. Ich kann ihn ferngesteuert deaktivieren, sobald ich eingeloggt bin. Nein, das geht nicht. Er ist in einem separaten Netzwerk. Na, machst du mir die Tür auf? Er ist da hinten. Warum sollen wir das Sicherheitssystem überhaupt ausschalten? Das ist unwichtig. Es ist der Preis für meine Hilfe. Ja, eine Tüte Chips. Einfach hier. Auf die hätte ich jetzt auch Bock. Checkpoint! Ja, sehr schön. Komischer Freak. So, Netzwerk ist da hinten, sagt er.
Also hier ist schon mal nix. Muss ich wohl weitergehen. Er wartet einfach da. Lass dich nicht von den Ninjas angreifen, Junge. Okay, ich glaube, er war hier. Lauter Chips. Nanu, ist es das? Nee, das ist es nicht. Aber da ist ein Telefon mal abgenommen. Was ist denn hier los? Die Dosen leben. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Ian Hives. Norton, Ian Hives hier. Hören Sie, Alice Wade war heute Morgen bei mir. Es ist mir etwas peinlich, das zu sagen, aber, also, Sie müssen sich bei ihr etwas mehr zurückhalten. Mir persönlich ist das ja scheißegal, aber wir brauchen jetzt wirklich keine Anklage wegen sexueller Belästigung, die unnötige Aufmerksamkeit auf die Arbeitsgruppe lenkt. Schließlich soll das alles geheim bleiben, klar? Danke, Norton. Ende der Nachrichten. Alice Wade, wer das jetzt wohl ist. So, mal gucken. Sicherheitsnetzwerk aktiviert. Da sind die Kollegen schon. Aber so einfach von da oben will ich jetzt nicht runterspringen. Ich will nur dieses Sicherheitsnetz deaktivieren. Ich hoffe, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Moment mal kurz, ich muss husten. Verzeihung. Okay, muss ich wohl doch in den Eifer des Gefechts ziehen. Mit den Burschen. Aber das mache ich still und leise. Einen nach dem anderen abknallen. Da zum Beispiel, den da. Den habe ich jetzt nicht gesehen. So, ist da noch einer? Ja, natürlich ist da noch einer. Na kommt schon, kommt schon, kommt schon. Gib mir eure Muni, gib mir eure Muni. Ich nehme sie alle. Ich brauche sie gut. So. Ja, ich wollte jetzt keine Zeitlupe einschalten. So, ist da drin irgendwas Nützliches? Im Moment sehe ich gerade nur zwei Medipacks. Die brauche ich im Moment nicht. Und Granaten sind auch drin. Was sind das nur immer wieder für Geräusche? Oh, da ist noch einer. Also Party geht hier schon hart ab. Aber wo ist dieses verdammte Netzwerk, das ich deaktivieren soll? Oh gut, Schutzrüstung ist auch wieder hier vorhanden. Oh, und jetzt rutscht mir auch mein Headset. So, jetzt passt's. Netzwerk, wo bist du? Ist das... Nee, das ist nix. Hier ist rein gar nichts. So, mal gucken, vielleicht hinter der Tür. Aber auch hier kenne ich gerade gar nichts. Wo zur Hölle soll ich dieses Netzwerk deaktivieren? Ich sehe hier gar nichts. Sackgasse. Hier ist noch eine Tür. Ach, vielleicht ist es das. Nu? Das müsste genügen. Mr. Mapes, hören Sie mich? Mr. Mapes? Wo steckt dieser Junge? Scheiße, dann machen wir es eben auf die harte Tour. Okay, suchen Sie den Server und booten Sie ihn neu. Netzwerk hab und keine Ahnung. Jetzt auch noch hier Server suchen. Aber wo soll der sein? Ein schönes Waffenarsenal haben die hier. Da bin ich froh drüber, dass ich das bekommen habe. Bestimmt da oben. Was ist das? Das hat rein gar nichts zu bedeuten.
Ach, hier sind wir wieder. Mal gucken, ist der Kollege hier? Ne, der ist abgehauen, aber da ist seine Chips-Tüte. Such ihn. Der ist bestimmt vor denen abgehauen. Mal gucken. Hä? Hab ich erwischt? So, der ist platt. Wo sind jetzt diese blöden Server? PCs? Ist eventuell der Serverraum hier? Immer diesen Truppen hinterher, dann denke ich, komme ich auch zum Server. Kann gar nicht so falsch sein. Na, das sieht hier... Wir sind auf dem Dach. Gehen rein. Verstanden. Zum Treffpunkt gehen. Das sieht mir doch hier verdächtig nach Serverraum aus. Die Frage ist nur, wo mache ich den jetzt an? Vielleicht da. F, um Türen zu öffnen, bla 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 und so weiter. Ich sehe, dass das Netzwerk neu gebootet wurde. Gut gemacht. Es dauert einen Moment, bis das System wieder online ist. Ermitteln Sie den Status des vermissten SSEGD-Teams. Oh! Wart nach! Wo ist denn noch einer? Ach, da! Schön! Hab ich ihn erwischt? Jetzt ja, auf jeden Fall. Munitionsstand sieht bei mir wieder ziemlich miserabel aus. Oh! Und Medikit auch. Ja, zumindest habe ich jetzt wieder Platz, um welche einzusammeln. Oh, gut, hier habe ich noch Muni. Tauschen wir eben mal ein bisschen Waffen. So, anscheinend hier lang. Dieser Mapes hatte recht. Security ist aber im separaten Netzwerk. Ich kann das Kamerasignal beobachten, aber ich habe keinen direkten Zugang zum System. Das heißt... Kaktus. Wenn ich den auch noch als Waffe einsammeln könnte, den Kaktus, dann würde ich hier meine Feinde mit dem ausspießen. So, kann ich hier noch was machen? Oder hier? Was ist das denn? Ein Wasserspender, glaube ich mal. Sind das die Kameras? Ah, noch ein Toter, der nicht von mir stammt. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Und wo muss ich lang? Mit den PCs kann ich hier... Irgendwo war wieder... eine Begegnung, die nicht hätte sein sollen. Und ich habe sie nicht gesehen. Ja, hatte ich ja schon lange nicht mehr. Wird aber bestimmt bald wiederkommen. Hier ist... Aha. Stelle sichern, also. Vor Feinden. Sieht sicher aus. Bis jetzt. Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Sie ist das Original. Ich orte Vettels Sender gerade irgendwo vor Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Vettels Sender vor... Ich wurde aus ihr erschaffen. Und von ihr zur Welt gebracht. Wir sind ein Fleisch in zwei Körpern. Von was redet der? Ist das Vettel? Ich weiß es jetzt gar nicht mit der englischen Stimme, ob das
sich geändert hat. Was da schon wieder unbekannte. Oh. Was ist hier los? Und wann kommt Jin oder wie sie heißt? Hier brennt doch... Oh ja, hier brennt tatsächlich was. Ob das gut ist? Wow! Erwischt! Was? Oh! Werde ich jetzt hier irgendwie mit Geistern beworfen oder was ist los? Irgendwas habe ich abgeknallt, aber keine Ahnung was. Bin ich hier richtig? Okay, alles ist wieder rum. Sie ist eine Gefangene, in der Dunkelheit schwebend. Wie das Ungeborene in der Gebärmutter. Ich werde sie bald finden und ich werde sie befreien. Shit, ich habe ihn wieder verloren. Scheiße. Ah. Vettel ist schwer zu kriegen. So, hier ist nur eine Treppe nach oben. Die gucke ich mir gleich genauer an. Das da stecke ich noch ein. Ein Hammer, mit dem kann ich nichts anfangen. Sonst ist da nichts. Was ist da hinten? Ja, vermaledeit, hier geht's ja auch noch weiter. Tja, erst nach oben oder da lang? Ich nehme mal den Weg, der war als erstes da. Ich glaube, so weit arg nach oben geht's ja gar nicht. Ist nur so ein kurzer Raum. Aha, habe ich mir schon irgendwie gedacht. Gut, dann bleibt der andere Weg nur noch übrig. Uiuiuiui, Vettel, wo steckst du? Und wo ist meine Kollegin? Ich bin nämlich hier gerade wie eine Ein-Mann-Armee. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Im Moment halt. Alle anderen haben es ja nicht gepackt. Oh, guck mal, Blutspuren. Was war gerade? Ich glaube zu meinen, dass das Skelett da unten sich gerade bewegt hat. Mein Gott. Was ja. Haben Sie davon jetzt? In diesem Raum hatte jemand einen Tobsuchtsanfall. Na toll. Haben Sie auch was Nützliches? Ich sehe keine Einschusslöcher. Hülsen liegen auch keine rum. Hier wurde kein einziger Schuss abgegeben. Was hat Sie dann umgebracht? Keine Ahnung. Finden Sie es raus. Also dann, los geht's. Vettel muss in der Nähe sein. Ich weiß super. Nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich darf... Vollständige Verflüssigung. Wow, da war doch gerade was. Vielleicht eine Chemikalie. Also ich darf auf jeden Fall die Drecksarbeit machen. Vorsicht ist geboten. Ja, ja. Ja, ist klar. Ich wieder alleine. Ich nehme stark an. Ja. Ein Hindernis kann womöglich mehr, Der Sphere-Einsatzagent wird versuchen, Vettel abzufangen. Der Vier-Einsatzagent, okay. Jetzt ist es auf Deutsch und trotzdem lese ich nur einen blöden Unsinn. Intervall 05, Evakuierung. Na, bin ich immer gespannt. So, Arkhamen Technology und so weiter und so fort. Was war das jetzt? Hey, Rüssi! Oh, Medikit. Ja, doch, kann ich mir erlauben. Und jetzt mal gucken. Ich denke mal, fertig. Ach, die haben mich gesehen jetzt. Na, kommt schon. Wo ist der nächste Konsument der Kugeln? Oh, Muni. Ja, die brauchst du.
Opfer! Eingesammelt. Von dir habe ich hoffentlich auch was eingesammelt, keine Ahnung. Was? Konnte ich irgendwas benutzen gerade? Nee, konnte ich nicht. Wo muss ich jetzt lang? Die haben eine Geißel, sagen die. Aber hier scheint nochmal eine Schrotflinte. Was will ich mit einer Schrotflinte? Hat zwar gut Bums, aber ich krieg für MGs eher Munition als für das ganze andere Zeug. Ey, was ist hier? Telefon, gerade mal abhören. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Harlan Wade. Mike Harlan Wade hier. Chuck Herberger glaubt offenbar, dass ihm da Leute wegen des Perseus-Vorfalls die Hölle heiß machen. Also ich weiß nicht, wer von euch Flaschen da drüben auf die Kacke haut, aber ihr solltet schnellstens damit aufhören, weil unsere Werte hier mit jeder Sekunde schlechter werden. Es ist eine einfache Entscheidung. Ihr könnt entweder den Rat eines Experten annehmen oder ihr könnt euch auf den Arschtritt des Jahrhunderts einstellen. Der steht nämlich bevor. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ende der Nachrichten. Scheint wohl der Ehemann von Alice Wade zu sein. Oder der Bruder, Verwandt halt, auf jeden Fall. Okay. Rüssi wieder für mich. Ne, die Knarre lasse ich weg. Wo muss ich denn jetzt lang? Irgendwas habe ich wieder... Ach, eine Granate, sehr schön. Ah, hallo. Knall dich ab. Für den letzten Schlag musste ich jetzt nicht unbedingt eine Kugel ausgeben, ne? Wenn ich schon...